šiaty, z malho ta piaty, z malho skučil vola, z knechtl hoska volna, z knechtl bela pava bear, z mal helfte sprot pošia. Weißt du, was das für ein Dialekt ist? Nee. Das ist Kriegerhauerisch. Kriegerhau ist im Hauerland in der Mittelslowakei, auf Slowakisch heißt das Handlova. Und um den Ort geht's in unserer heutigen Folge des Karpatenfunks. Ich bin gespannt. Mein Name ist Max Rössler, ich bin IFA-Kulturmanager beim Karpatendeutschen Verein. Und ich bin Katrin Litschko, die Chefredakteurin des Karpatenblattes, des Magazins der deutschen Minderheit in der Slowakei. Mundartgedichte, Geschichten, Interviews, Märchen, Sagen und Legenden. Karpatenfunk. Heute geht's nach Kriegerhau Handlova. Da war Rado, unser IFA-Kulturassistent. Er hat sich dort die Heimatstube angeschaut und Hilda Radowska getroffen. Sie leitet da die Singgruppe und zeigt gerne den Besuchern die Ausstellung. Und was kann man dort dann sehen? In der Heimatstube, das ist ganz interessant, das ist so eine Außenstelle des Museums der Kultur der Karpatendeutschen. Und da sind viele Schnitzereien ausgestellt. Man kann mehr über die Geschichte der Region erfahren und natürlich Trachten. Das ist ein Rock, die Schürze, die Bluse, dann den Schal, großen gestickt. Aber ist nicht so bunt wie irgendwo in den Dörfern daneben bei uns. Dominieren die weiße Farbe, die Bluse und auf den Kopf die Mütze mit den Spitzen. Und der Rock ist rot und die Schürze schwarz. Nichts Gelbes, nichts Grünes, nichts. Hilda Radowska leitet dort in Kriegerhau die Singgruppe und die Ortsgruppe. Und ich habe sie vor kurzem auch wieder bei einem Auftritt gesehen, und zwar beim Hauerlandfest in Schmitzau, Tuschina. Hilda ist Jahrgang 1933 und es ist sehr beeindruckend, wie sie voller Elan und ganz herzlich da die Singgruppe leitet und alle beisammen hält und da den Laden schmeißt im Prinzip. Und das mit fast 90 Jahren, das ist schon echt beeindruckend, auch wie viel Geschichte man über diese Zeit mitbekommen hat. Das war sicher auch nicht alles ganz einfach. Genau, und wie erinnert sie sich so an ihr Aufwachsen dann im Zweiten Weltkrieg? Also wenn sie 33 geboren ist, hat sie ja dann die Enden des Krieges als kleines Mädchen ja auch schon mitbekommen. Das stimmt, genau. Darüber hat sie auch gesprochen. Ja, ich bin in deutsche Schule gegangen, in die vierte Klasse, Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dann musste man gehen in die slowakische Schule. Das war ein bisschen schwer. Aber ich konnte Slowakisch sprechen, vielleicht nicht richtig, aber zwischen Kindern haben wir auch slowakische Kinder gehabt, dann hat man das sehr schnell gelernt. Und wie das ausgesehen hat, nicht schön. Wir waren nicht weg, wir waren da in Kriegerhau, denn mein Vater war in der Grube, da brauchten sie ihn, da könnten wir nicht weggehen. Und die Mutti wollte nicht alleine mit uns Kindern weg. Dann waren wir da und nach dem Krieg war das schwer. Die Wohnung war weg, kein Geld war, keine Mittel zum Essen, zum Anziehen. Aber alles war nach vielen Jahren dann wieder alles in Ordnung. Käse und Brot, es schmeckt gut. Und nach so Schleckermelch, es schmeckt gut. Das ist übrigens Daniel. Daniel kommt aus Kriegerhau, ist aber aus einer ganz anderen Generation als Hilda. Er studiert derzeit und hat ein ganz besonderes Hobby. Welches denn? Er sammelt alte Kriegerhauer Lieder in dem deutschen Dialekt dort und ist dabei, die auf Slowakisch zu übersetzen und ins Hochdeutsche. Und er singt auch ganz gern. Spannend, dann kann ich die vielleicht auch endlich mal verstehen. Und er sucht auch immer Leute aus der Gegend, die gerne mit ihm Musik machen würden. Ja, das heißt, falls einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer in Kriegerhau das hören und Lust haben, dann meldet euch doch gerne bei Daniel.
Genau. Und vielleicht entsteht dann so eine neue Jugendgruppe. Das wäre doch cool. Hoch um Donigsta stehe ich ganz alla. Sie eis tiefe Toll ist Sommer überall. Da Natur liegt bi um Tram, do bi ich daheim. S Lüftel und a Sonne schei, as kunet schöner sei. S Toll ga Welt ma sehr, doch s Schatzel noch well mehr. Ich us ma sehr gern mit mei Bräutel bern. Kriegt a schüss Ringel aus Gold, s Häusel ohne Schuld. Mit ihr ba ich glücklich sei, as kunet schöner sei. Muss ich amol wart, trefft mich Skaschengur hat. Eier an der Land, wo bin ich opokant. Denk aufs Kriege hart zurück, wo an Zeiten wohler Glück. Hamet, du bleibst ewig mei, as kunet schöner sei. Gibt's denn viele junge Leute, die so das Haus der Begegnung dann in Kickerhau auch besuchen? Hilde hat erzählt, dass die jungen Leute eigentlich nicht so regelmäßig kommen, dass die, die sich dort im Haus der Begegnung treffen, eher so die Älteren sind. Und die Jungen kommen eher, wenn sie direkt eingeladen werden. Also zum Beispiel machen die so Veranstaltungen wie Tag der offenen Tür oder zum Europäischen Tag des Kulturerbes machen sie immer Programm. Und da kommen dann schon mehrere. Ja, da muss man natürlich dann einfach überlegen, welche Veranstaltungen man auch machen kann, die wirklich auch junge Leute dann interessieren. Dann ist dann sehr schön, fröhlich. Sie lieben das, wenn wir mit ihnen Deutsch sprechen, wenn wir eine DVD vorspielen oder wir lernen mit ihnen Lied oder einen Tanz. Ja, dann bekommen sie etwas in die Hand, ein kleines Geschenk und so. Da kommen die Kinder, auch wenn wir den Tag der offenen Tür machen, das ist immer im September, da kommen auch 300 Kinder den ganzen Tag. Aber so, dass wir können sagen, ja, jemand kommt immer, so, dass wir ihn wirklich erwarten können und freuen uns, das geht nicht. Ist das auch vielleicht darum, dass man da gar nicht Deutsch auf der Schule lernt, keine deutsche Sprache mehr. Wenn auch die Kinder da möchten, bleiben bei uns. Zu Hause haben sie keinen Mensch zum Sprechen. Da ist niemand, der mit ihnen etwas Deutsch sprechen könnte. Aber wie ist denn so in Kickerhau der Alltag? Wird dort im Alltag noch Deutsch gesprochen? Also ich war da auch ein paar Mal und so auf der Straße habe ich eigentlich nie Deutsch gehört. Nur dann bei den Treffen mit den Karpatendeutschen. Und Hilda hat erzählt, dass es früher schon so war, dass man eigentlich immer Deutsch gesprochen hat oder dass sie immer Deutsch gesprochen haben. Aber das hat sich langsam geändert. Jetzt spricht man nur mit solchen älteren Leuten irgendwo vor der Kirche oder bei solchen Treffen, wenn noch die Ältere kommen. Aber diese jungen Leute sprechen gar nicht Deutsch. Sehr wenig hört man auf der Straße Deutsch sprechen. Ist das nicht so wie im Obersieb oder in Chmelnica oder irgendwo, wo auch die Kinder Deutsch sprechen? Denn die Leute sprechen zu Hause in ihrer Wohnung Deutsch, aber bei uns nicht mehr. Ja, die Singgruppe trifft sich jeden Dienstag Nachmittag um 5 Uhr. Ja, nur manchmal nicht, wenn die Corona schlecht war, aber jetzt wieder sind wir da. Denn, aber viele Leute fehlen uns. Bei uns sind 12 Mitglieder gestorben und dazwischen 5, die in der Singgruppe waren. Und die fehlen sehr, gerade die, die etwas Deutsch noch sprachen. Und wenn Hilda diese Treffen mit der Singgruppe macht, wie laufen die dann ab? Also das muss ja auch schon, wenn die alle ein höheres Alter haben, nicht ganz einfach sein, alle zusammenzubringen. 15 Minuten spricht man etwas organisiert, was wir vorhaben, was geplant ist und so. Oder wir vorbereiten etwas oder feiern manchmal. Jedes Geburtstag feiern wir immer. Unsere Singgruppe ist so fröhlich, auch wenn wir schon alt sind, aber sind wir noch immer so, dass wir gerne noch miteinander sitzen. Dann probieren wir neue Lieder oder die alten Lieder oder wir vorbereiten uns, wenn wir einen Auftritt haben. Und so wie andere Gruppen, so arbeiten auch wir. Ich glaube, alle alten Lieder, die in deutscher Sprache sind, sind sehr schön. Ühlatuk wie sollen, der Teufel soll.
der Schwiegermutter holen. Ülatot Risoll, Ülatot Risoll, der teure Söhn der Schwiegermutter holen. O Susanna, o Susanna, wie ist das Leben doch so schön? O Susanna, o Susanna, ist das Leben schön? Trink mal noch ein Trüppchen, trink mal noch ein Trüppchen aus dem kleinen Henkelstückchen. Trink mal noch ein Trüppchen, trink mal noch ein Trüppchen aus dem kleinen Henkelstückchen. O Susanna, o Susanna, wie ist das Leben doch so schön? O Susanna, o Susanna, ist das Leben schön? Ja, das ist doch ein schöner Schluss. Ja. Was wollen wir jetzt trinken? Ich würde einen Tee vorschlagen. Okay, können wir auch einen Kaffee gut vorstellen. Du trinkst einen Kaffee, ich trinke einen Tee. Okay, gut. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon. Wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im Oktober. Uns gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf karpatenblatt.sk. Tschüss. Ciao.